Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start. Genauso wie eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Es könnte sein, dass ich mich ein bisschen blöd anhöre, was nicht an meiner Stimme liegt, sondern daran, ich beginne mal von vorne mit der Geschichte. Eines Tages hat der liebe Skyline sich vor einen Spiegel gesetzt oder gestellt und hat sich gedacht, ja, nach 30 Jahren könntest du eigentlich mal wieder die Zähne putzen. Nein, Spaß. Hab mir halt schon die Zähne geputzt und bla bla bla. Auf einmal ist da unten rechts irgendwie was abgebröckelt. Und ich habe mal die Vermutung, dass das die ganze von den Süßkram ist, dass ich gesoffen habe. Ich bin jetzt auch umgestiegen auf eine andere Marke, was nur Wasser und Geschmack hat. Und es ist auch ganz in Ordnung so. Und deswegen musste ich, ja, zum Onkel Doktor Zahnarzt mäßig. Und da Skyline ja so ein richtig mutiger Typ ist und sich mit jedem anlegt und jeden Schmerz aushält, hat er sich erstmal dick eine Spritze reinpfeffern lassen, damit dieses Loch da gebohrt werden konnte. Ja, ihr habt ja sich gedacht, dass ich jetzt ohne Spritze mich bohren lasse, ihr seid doch bescheuert. Nein, jetzt ist die linke und rechte untere Seite extrem taub. Der Sabber läuft mir die ganze Zeit hier unterm am Kinn entlang. Und jedes Mal muss ich aufpassen, dass ich mich nicht auf die Lippe beiße, weil ich spüre das nicht mehr. Man sagt ja immer, es ist dann taub, man hat dann keinerlei Gefühl. Aber man fühlt ja irgendwas, man fühlt diese, ja, ich nenne es jetzt mal Taubheit. Das hört sich total ekelhaft an. Egal, wir starten jetzt. Wir starten weiter. So, also Spieler. Soweit ich weiß, wird heute auch der Blog fertiggestellt. Das habt ihr beim letzten Video alles mitbekommen. Ich freue mich tierisch. Wir haben jetzt auch einen Twitter-Account. Ja, einen Twitter-Account haben wir jetzt auch. Musste ja noch so ein bisschen reinfixen, alles drum und dran. Deswegen kam jetzt auch der letzte, gestern, also vorgestern und heute. Ja, warte mal, wenn ich das so hochhalte. Heute etwas später das Let's Play hoch. Also wird etwas später hochgeladen. Weil ich halt erstmal mit dem Twitter und dann mit ihm noch mit meinem MP halt den Block fertig machen musste. Und ja, jetzt drücken wir mal fortsetzen. Ein Messer im Dunkeln. Operation Thunderhead. Tibetische Grenzzone. 30 Horrors. Juliet, heute. Okay, jetzt sind wir wieder in unseren Jahre. Vorher mussten wir einen 93er-Jahr-Stil. Ich weiß, Sie haben was gegen Anderson General. Aber die Agency unterliegt nicht ihrer Zuständigkeit und ich frage hier nicht. Um der Mission willen bin ich bereit, meine persönlichen Gefühle beiseite zu legen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Lassen Sie uns den Scheiß ignorieren. Okay. Merenov ist wieder aktiv. Dieses Foto wurde vor 24 Stunden an einer privaten Landebahn in Kaschmir aufgenommen. Er ist in Richtung Norden los, um sich mit diesem Mann, Abdel Ahmed Hassan, zu treffen. Hassan ist der Käufer, auf den Merenov gewartet hat. Ein gefährlicher Irrer mit Familienvermögen und einer Faszination für biologische Waffen. Der Übergabeort ist im umstrittenen Grenzbereich. Die Höhe und das Gelände schließen einen normalen Angriff aus. Sie und Anderson werden vor dem Angriff infiltrieren, beide Hauptziele und das Paket identifizieren und alles für die Delta-Jungs im Auge behalten, wenn es losgeht. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht, Agent. Holen Sie Ihren Mann aus dem Bunker. Aber eine faire Warnung. Wenn Sie das vermasseln, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen. Oha. Also ich weiß jetzt nicht, was die beiden Missionen im 1993er Stil jetzt hiermit zu tun hatten. Ich weiß es wirklich nicht, tut mir sorry. Mir entschließt sich das nicht so ganz. Sieht gemütlich aus. Die sollen hier auch Kabelfernsehen haben. Nur den Teleshopping-Sender. Ach, tatsächlich? Bereit für einen Tapetenwechsel? Kommt ganz drauf an, was du damit meinst. Wie wär's mit Merinovs Gesicht? Ganz groß im Fadenkreuz. Merinov hat einen neuen Deal für die B-Waffe klargemacht. Die Übergabe soll in Nepal stattfinden, direkt hinter der indischen Grenze.
Der Käufer ist ein fundamentalistischer Warlord aus Kaschmir. Wir vermuten, er hat Pläne, die B-Waffe im umkämpften Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan einzusetzen. Dann gibt's Krieg. Ja, und Merinov wird reich, indem er beide Seiten mit Waffen beliefert. Dieser Abschaum. Vila freut es sicher nicht, dass du zu mir gekommen bist. Tut es nicht. Ist auch nicht wichtig. Tja, Anderson. Wir beide wissen, dass ich dir mehr schulde als eine Chance darauf, dir in der dritten Welt den Kopf wegpusten zu lassen. Ich habe in Washington um ein paar Gefallen gebeten. Deine Anhörung wurde offiziell ausgesetzt. Wir kriegen keine zweite Chance auf Merinov. Wenn der Deal abgeschlossen ist, taucht ihr für immer unter. Lassen wir unsere alten Freunde nicht länger warten. Weil wir den Befehl verweigert haben vom letzten Mal, sind wir wahrscheinlich im Gefängnis. Mehrere oder so. Kontakte im Dorf. Wir haben 5, 10. Eine Menge. Es ist klar, dass Merinov dieses Mal keine Risiken eingehen will. Er will wohl auch keine Kugel in den Kopf, aber die bekommt er trotzdem. Ja, verstanden. Eins nach dem anderen. Wir brauchen verlässliche Informationen über die Lage der Biowaffe. Merinov ist sicher dort. Schlechte Sichtverhältnisse sind unser Vorteil. Lasst uns abhauen. Wir schauen an. Die Sache nimmt heute ein Ende. Oh yeah! Okay, lass uns weiter. Zu ruhig hier. Gefällt mir gar nicht. So fahren solche Sniper mit dem Griff da unten. Ja, ich sag dir warum. Ich sehe einige Typen vor dir. Durchschleichen ist diesmal echt nicht drin. Du denkst an einen Angriff aus dem Hinterhalt? Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Wir müssen die alle jetzt vernichten. Cleverer wär's doch, wenn wir den da zuerst dödeln. Weil... Okay, der guckt jetzt gerade drauf. Vielleicht kriege ich ja einen 2-for-1 hin, ne? Schön, wurde nicht bemerkt. Jetzt müssen wir kurz gucken. Der Typ guckt da hin, der guckt da hin. Da unten haben wir noch einen. Vielleicht können wir noch ein 2-for-1 hinlegen. Na, scheiß Position. Ach, willst du mich verarschen jetzt? Wenn er gleich dieses Leichen zieht, haben wir ein Problem. Scheiße! Ziel eliminiert. Was war das denn? Das war ein Treffer! Müssen wir das verarschen? Das war ein Treffer! Ich verstehe es jetzt nicht, Leute. Was ist jetzt los? Interessant, jetzt habe ich getroffen. Okay, cool. Und dann ist er clever und sieht, ah, hier bin ich nicht gut in Deckung, das hau ich ab. Eine Granate oder so ein Scheiß. Racer 3-2, unsere fliegenden Spione zeigen Waffenabsetzungen im Einsatzbereich. Missionsstatus bestätigen, over. Gerade gelaufen in Uniform. Die einzige Option war, einen Stock ins Bienennest zu stoßen. Mission läuft. Doch, muss ich Sie erinnern, Agent Diaz, was letztes Mal passierte, als alles schief lief? Ich riskiere nichts. Merinov ist uns wieder einen Schritt voraus. Diese Draufgänger-Attitüde. Uniform, ich höre nur Rauschen. Ich kann nichts verstehen. Reizwort. Anschuss. Wir uns einfach mal machen lassen, Alter. Wenn er die ganze Zeit so auf uns hören würde, würde alles anders laufen.
Naja, es ist sein Problem, jetzt würde ich sagen.